Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr mit dem Multi-APC-Konzentrat in der puren Anwendung die Täler und Wachse von Oberflächen entfernen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Auf dieser Oberfläche haben wir jetzt ja den Glossy Quick Detailer drauf und auch viele verschiedenste andere Detailer arbeiten auf den gleichen chemischen Basis. Und ich denke mal, dafür könnt ihr das dann perfekt verwenden. Ihr seht das auch nochmal genau in dieser Kante. Hier ist so gesehen nichts mehr drauf und hier ist noch sehr viel drauf. Ihr seht das auch direkt am Abperleffekt. Wenn ich das jetzt drauf sprühe, perlt das eben ab. Und angenommen, ihr wollt jetzt eine neue Versiegelung auftragen, ihr wollt polieren oder generell einfach mal das Wachs runterholen, vielleicht auch für Nachlackierung oder sonstige Sachen, zeige ich euch jetzt genau, wie man es macht. Dazu decke ich jetzt die obere Seite mit dem Trockentuch ab, aber wir können eigentlich alles mit dem Trockentuch einmal kurz abziehen. Könnt ihr auch nochmal sehen, wie krass das eigentlich trocknet. Das ist jetzt unser neuestes Dry Dope und natürlich, das war die versiegelte Oberfläche mit dem Detailer. Man sieht es auch ein bisschen an der Schlierenbildung, weil hier ist so gesehen nichts versiegelt, aber könnt ihr nicht direkt sehen. Jetzt sprühen wir das Ganze in der puren Anwendung, ganz wichtig, in der puren Anwendung ein. Dafür habe ich euch auch nochmal hier bei dieser Concentrate Card gezeigt, was man mit der puren Anwendung machen kann. Und zwar geht da mit Motorraumreinigung und die Wachsentfernung, die führen wir jetzt durch. Ihr habt das Multi-APC-Konzentrat entweder in 5 Liter oder eben in 1 Liter Flasche. Müsst euch natürlich einen separaten Sprühkopf dazu besorgen, weil das Multi-APC-Konzentrat kommt bei euch immer nur im Deckel, weil es natürlich eigentlich ein Konzentrat ist und nicht für die pure Anwendung gedacht. Hier natürlich für diesen Anwendungsfall auf jeden Fall. Und der pH-Wert liegt hier auf jeden Fall ca. bei 12,8 und ihr sprüht das Ganze einfach satt auf der Oberfläche ein, bis wirklich alles relativ gleichmäßig benetzt ist. Das macht ihr natürlich in der Waschanlage und dieses Schaumbild lassen wir jetzt für 3 Minuten einmal einwirken und spülen es danach ab. Jetzt müssen wir über der Oberfläche eigentlich nur einmal mit einem Schwamm rübergehen und so gesehen die Oberfläche mechanisch lösen. Also chemisch wurde das Ganze jetzt angelöst, jetzt müssen wir das eben nur noch mal ganz kurz mit dem Schwamm machen und jetzt abspülen. Hier vorne hat das schon ganz gut geklappt. Auch hier sieht das sehr gut aus. Hier werde ich jetzt noch einmal ein. Bis das wirklich vollständig abgespült ist, müsst ihr ein bisschen länger spülen, dass auch wirklich alle Reinigungsstoffe von der Oberfläche abgespült wurden. Und jetzt entfernen wir nochmal das Mikrofasertuch und ich zeige euch, wie der Unterschied zwischen der gereinigten und der nicht gereinigten Oberfläche ist. Wenn wir beides jetzt nass machen, könnt ihr nochmal direkt sehen, hier haben wir einen richtigen Wasserteppich, der sich eben ja nicht mal mehr zusammenzieht. Also hier ist wirklich gar nichts mehr drauf. Und hier ist noch vollständig alles versiegelt. Und auf diese Art und Weise könnt ihr natürlich jetzt mit dem Multi-APC-Konzentrat Wachse, alte Wachse oder auch alte Detailer vollständig entfernen. Wichtig dabei, diese mechanische Ausübung mit einem Mikrofasertuch oder vor meinetwegen auch mit einem Schwamm, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wird sich das Wachs so gesehen nicht vollständig lösen. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, die auch sicherlich schon viele gemacht haben, und zwar mit dem Kochchemie Green Star. Kleiner Nachteil dabei, dadurch, dass hier Ätznatron, also Sodiumhydroxid mit drin ist, kann es eben sein, dass ihr in der puren Anwendung einige Oberflächen verätzt. Die haben dann so weiße Schlieren. Das passiert an sich nicht mit dem Multi-APC-Konzentrat. Ich habe jetzt ein paar Tests durchgeführt. Da war das nicht der Fall. Testet aber jedes Produkt generell immer erst an kleiner Stelle auf die Materialverträglichkeit aus. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Jetzt könnt ihr natürlich anschließend eine neue Versiegelung, einen neuen Detailer oder natürlich mit der Politur beginnen. Da gibt es natürlich viele Varianten. Führt diesen Schritt nach Möglichkeit in der NASB-Waschanlage durch und verbindet das Ganze vielleicht nach der Vorwäsche. Das heißt, ihr wascht erstmal mit einem Vorwaschmittel vor und anschließend führt ihr die Entwachsung durch. Damit so gesehen, wenn ihr mit dem Mikrofasertuch rüber geht, keine Kratzer machen solltet, wenn noch leichte Verschmutzungen auf der Oberfläche sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Multi-APC-Konzentrat oder verschiedensten anderen Sachen? Schreibt natürlich gerne in die Kommentare, wenn ihr euch gefragt habt, was das für ein krasses Zeug ist, was da abhält. Ist der Dope Fibers Glossy Quick Detailer, habe ich auch schon ein Video darüber gedreht, wie man den Ganze aufträgt und verarbeitet. Schaut gerne nochmal meinen Kanal, ansonsten freut euch auf neue Videos.